Ja, es gibt ja nur noch sehr wenig. Also bei uns in der Gegend, also bei mir hier, sind es immer weniger richtige Metzger und sowas, die es gibt. Demnach die frische Theken fallen weg. Demnach, Moment, ich muss gerade gucken. So und so ist eine Säule. So und so ist gar nichts. So und so ist auch gar nichts. Ich brauche natürlich mal wieder einen Tisch. Ich habe unten im Lager noch welche. Aber ich brauche auch Holz. Ja, die ganzen frische Theken, die fallen halt weg. Und demnach natürlich hat man irgendwann nur noch diesen ganzen Tiefkühlscheiß. Also alles aus einer herangelieferten, irgendwie weiter gearbeitet, verarbeitet, angearbeiteten Theke, wo halt die Sachen, ja, also alles andere im Endeffekt als frisch sind. Ne? Ein Cauldron bräuchte ich später auch, aber dafür habe ich noch. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Schilder baue ich mir. Davon, die baue ich mir auch. Warte, muss ich überlegen gerade. Ich nehme mal 4 Stück mit. 5. Ja, und auf jeden Fall, man hat ja irgendwie nur noch, also ich bin zum Beispiel Tiefkühlpizzas, ne? Ist halt irgendwo mit das Ekeligste, einfach finde ich mittlerweile. Ich habe natürlich damals, als ich noch ein Teenie war, da habe ich die natürlich auch ständig und gerne und gegessen und so. Aber man weiß ja auch gar nicht, was man sich da antut, ne? Jetzt aber mittlerweile über die Jahre, wenn man halt gewohnt ist, frisches Essen zu essen, also wirklich, ein Pizzabäcker, ich habe natürlich kein Holz mitgenommen, bei einem Pizzabäcker öfters hingegangen ist über die Jahre, der halt eine frische Steinofenpizza macht, also wirklich frisch und, ne, dann die Pizza so schmeckt, wie sie schmecken soll. Und nicht dieser mit Zusatzstoffen belastete Scheiß, der dann einfach nur am Ende so schmeckt, wie er schmecken könnte, wenn er aus das gemacht wäre, was draufsteht. Ja. Ja. Aber im Endeffekt ist das halt einfach nur Müll. Ja? Ich brauche hier ein Bett. Ja, und deshalb ist das irgendwie letztens auf jeden Fall, wie gesagt, beim Einkaufen dann jemand gesehen neben mir, der hatte seinen ganzen Einkaufswagen, also pickepacke vollgepackt. Da habe ich mir eher so gedacht, Mann, Junge, du musst Kohle haben. Das sah aber nicht so aus. Weil heutzutage gibt es eigentlich nur wenig Leute, die beim Einkaufen wirklich hingehen und ihren Einkaufswagen bis oben hin ran voll machen. Aber der hatte halt, muss man vielleicht dann... Er vielleicht erklärt auch die ganze Situation ein bisschen. Warum habe ich das jetzt mitgenommen? Ach ja. Der hatte halt dann den ganzen Einkaufswagen bis oben hin nur mit so einem Tiefkühlscheiß voll. Und das hat es dann so ein bisschen wieder erklärt, ne? Weil das ist halt alles andere als gesund und kostet natürlich dann auch ein Heller und ein Pfennig, wie man gerne damals mal gesagt hat. So, das ist der, ne, bei in so einer frischen Theke, wie ich vorhin gesagt habe oder sagen wollte, ist ja dann gerne mal der Raum gekachelt nach hinten gehend. Da nehmen wir jetzt hier, das sind jetzt unsere Kacheln. Ja. Jo. Hier machen wir das auch so, weil das ist nun mal ein Arbeitsplatz, den man gut
durchwischen müssen kann. Und demnach machen wir das Ganze hier mit dem Boden so. Eisen hätte ich mir noch nehmen sollen. Holen wir uns eben noch von vorne. Ich hoffe, ein Stack sollte reichen. Eisen habe ich ja zum Glück durch unsere letzten paar Offscreen-Touren in diese riesen Mega-Höhle da vorne ein bisschen was bekommen. Also da habe ich unsere Vorräte eigentlich wieder so weit für den aktuellen Verbrauch wieder gut auffüllen können. Da ich jetzt aber weiß, wo man da hin muss, um schnell Neues zu bekommen, und zwar in einer großen Anzahl, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn wir für irgendwelche Bauten wieder mehr Eisen aufwenden. So. Und jetzt hier hinter, das ist dann der Bereich, wo der ja halt arbeitet. Also schlachtet im Endeffekt. 1, 2, 3, 4. Was habe ich denn vorne? 5, ne? Ja, mach ich hinten auf. Mach ich hinten auf 5. Nee, das geht ja ziemlich zackig eigentlich. Komm. Mach ich 4, das reicht. Aber einen Keller muss ich noch machen. Keller ist dann an der Seite hier, würde ich sagen, wo die Wand so ein bisschen dünner ist. Das ist eine Treppe nach unten dann. Ja, und auf jeden Fall hatte dieser Typ hatte ja irgendwie nur ja Fettigfraß in seinem Kühlwagen, in seinem Einkaufswagen. Und ja, weiß ich nicht. Da habe ich echt einen richtigen. Boah, das ist mir ein bisschen anders geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt so mega, mega krass ungesund. Weil es halt wirklich alles nur noch so mit irgendwelchen Zusatzstoffen daher gepanschte Sachen und Scheiße ist, die halt dann am Ende, ja weiß ich nicht, du frisst eigentlich nur noch Konservierungsstoffe und Geschmacksstoffe. Ne? Also wenn, das ist so ein bisschen wie mit den Vegetariern, wo ich auch immer wieder frage, ob die diese Hardcore-Veganer und Vegetarier, ob die wirklich wissen, was die da tun, wenn die meinen, gesünder zu leben, wenn sie ihre Kummigen möchte gern, ne, zum Beispiel, es gibt ja diese Veganer oder Vegetarier-Steaks auch und sowas alles, für auf dem Grill und sowas alles mögliche. Ne? Wo man dann als normal essender Mensch dann irgendwann am Ende mit dem Vegetarier immer so ein bisschen im Clinch ist, die einem dann sagen, so von wegen, man wüsste ja gar nicht, wovon man redet, und die schmecken halt genau wie richtige Steaks oder das schmeckt genau wie das und das in Wirklichkeit ist. So, und da frage ich mich halt immer so, wie kann das denn, also wenn das so gesund ist, so viel gesünder als das, was wir eigentlich essen wollen. Oder wollten. Sollten. Also entweder kann das nicht gesund sein, weil da so viele einfach Zusatzstoffe reingemacht worden sind, damit das halt so schmeckt wie das eigentliche, was es, ne? Also wenn ich eine Wurst habe und da ist kein bisschen Fleisch drin, und die soll aber schmecken wie Fleisch, dann müssen da halt eine ganze Menge Zusatzstoffe reingeballert werden, damit es dann am Ende schmeckt wie eine echte Wurst. So. Demnach kann das ja schon mal gar nicht. Also du frisst ja eigentlich nur irgendeine Pampe, die mit Zusatzstoffen angereichert ist. Das kann nicht gesund sein. Ja. Weil es gibt einfach nirgendwo in der Natur gibt es keine Pflanze, die schmeckt wie eine Wurst. Ja, wo man sagen kann, oh, das ist so natürlich gemacht worden, weil es aus der Wurstpflanze ist. Oder so. Ne, also gibt's einfach nicht. Und umgekehrt, wenn es halt, ja, die andere Möglichkeit ist halt, um das schmecken zu lassen wie etwas, was es wirklich ist, müssen da Spuren von dem drinne sein, was es wirklich ist. Also Fette oder so. Und dann kannst du es auch das Original essen. Weil so oder so wurde dann das ein und dasselbe Tier umgebracht, um dich zu ernähren.
Ne? Also egal jetzt um für die Geschmacksstoffe, weil irgendwo müssen die ja auch herkommen. Die sind nicht auf einer Geschmacksstofffarm angereichert worden. Ja, also es ist halt so ein Ding für sich, glaube ich, wieder. Wo ich auch wieder richtig Spaß haben würde, mich mit irgendwelchen Hardcore-Vegis in die Haare zu kriegen. Wobei eher gesagt, die dann irgendwann auszuloten. Weil es gibt nun mal nur die Möglichkeiten. Also, wie möchtest du etwas, wie kann man etwas nach etwas schmecken lassen, das es einfach nicht ist? Hä? Das geht ja nur, indem man A, ganz, ganz, ganz viel Chemie da reinpumpt, damit es dann so schmeckt, aber dann ist es nicht mehr gesund und demnach würde das erste Argument, das ist viel gesünder oder mir geht's damit besser, ja, weil genau das ist so das Argument, was auch Drogenjunkies nehmen, so, ja, mir geht's viel besser, wenn ich high bin, ja, toll, ne, also das sind halt keine triftigen Argumente, so, oder halt, da sind Spuren von dem trotzdem drin, also frisst es trotzdem, aber halt nur nicht in der Konzentration, aber das Tier, was du hättest als, gibt's ja auch Vegetarier, die sagen irgendwie von wegen, ja, weil ich möchte nicht für den Tod eines Tieres verantwortlich sein, so, ja, okay, ja, kann ich irgendwo fast noch verstehen, aber das Tier wäre so oder so gestorben. Ich meine, man kann ja auch einfach das Tier dann oder das Fleisch dann essen und dankbar sein dafür, dass es einem die Möglichkeit gibt, dadurch durch seinen Tod selber weiter zu existieren. Das geht ja auch. Aber vielleicht denke ich da auch zu weit. Man weiß es nicht. Nee, aber das sind halt so diese Sachen, wo ich da nicht ganz verstehe. Zurück zu Fressen, was dann nicht so schmeckt oder aussieht, wie es sein sollte. Und auf jeden Fall letztens dann Tiefkühlpizza und so und dann habe ich mir selber eine gemacht, weil abends nach Hause und dann war halt gerade nichts anderes da und ich weiß auch nicht, warum die überhaupt da war und ja, Tiefkühlpizza gemacht. Ja, und was hatte ich? Kurze Zeit später natürlich Magenkrämpfe. Weil ich, wenn ich mir so eine Tiefkühlpizza dann gemacht habe, oder in dem Moment habe ich mir halt eine gemacht, habe ich mir gedacht, damit sie die nicht ganz so essen muss, wie die da in der Schachtel ist, legst du dir halt noch ein paar frische Sachen mit drauf. Und die wurden natürlich nicht so schnell gar wie der Rest der Pizza. Und unten drunter war, also du hast einfach, wenn du frische Sachen und Tiefkühlpizza zusammen machst, einfach weil die ganz andere Konsistenzen hast. Ne? Also ich habe auch schon Tiefkühlpizza das eine Mal halbe Stunde draußen liegen lassen und dann probiert, die zu machen und dann, ne, und so. Aber ich krieg immer wieder, ja, also nicht, dass ich immer jedes Mal Magenprobleme kriege, also wirklich im Sinne von Problemen, aber ich merke halt richtig, wie das einfach nur sinnlose Ballaststoffe sind, die ich da fresse. Also wirklich einfach nur so, wie ich mir gerade einfach nur einen Haufen Müll reindrücke. Und da stelle ich mich echt einfach lieber hin, nimm mir eine Stunde Zeit, knet anständigen Teig an und lass den dann nochmal eine Stunde gehen, den Teig, um danach eine richtige, coole, leckere Pizza zu haben. Und nicht so ein Müll. Einfach wirklich, es ist für mich einfach nur, den meisten Scheiß, den du in einer Theke kaufen kannst, in einer Tiefkühltheke, ist einfach Müll. Es ist wie als würdest du jeden Tag bei McDonald's fressen. Und egal, ob die da jetzt so lustige kleine Farbdiagramme auf ihre Schachteln drucken seit einer Weile. Es ist einfach Müll. Es ist, also auch wenn es Fast Food heißt und dem oder Junk Food, also Müll essen, von der Definition her, die es irgendwann mal abbekommen hat. Warte. 1, 2, 3, 4, 5.
5, dann machen wir eine Lampe hin. So. Ist es trotzdem so, dass... Ja, ein Hamburger oder ein Burger an sich, der muss nicht unbedingt aus dem letzten Scheiß bestehen. Wo ich auch mittlerweile schon die Gegeninitiative von einigen Läden gesehen habe, die dann wirklich... Ach, wie hießen sie? Keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, die dann halt nicht einfach nur ein Stück totes Fleisch zwischen zwei hässliche Mürbeteigbrötchenhälften oder sowas stecken und dann sagen, alles klar, hier, das ist ein Hamburger, schnell, 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 SSS, sondern wo sich dann halt auch für so einen Hamburger mal richtig wieder Zeit genommen wird, den zu machen, und dann ist da gutes Fleisch drin, gutes Brot, ein anständiger Salat mit drin und so, ne, also Burger ist halt nicht gleich ein Burger. Und, ja, sieht man da halt dann, ne, so kannst dasselbe Essen kannst du halt in viel ja, verträglicher. Es muss ja nicht unbedingt gesünder sein, aber verträglicher. Wobei, vielleicht wird es das, ja, es ist ja eigentlich dadurch dann auch gleichzeitig gesünder. Aber es ist doch wirklich so, oder nicht? Moment, wenn es hier 2 runter geht und dann nochmal einen runter. Ich muss gerade überlegen, hier soll ja eine Treppe hin. Oder mache ich die einen breit nur? Also eigentlich wollte ich die 2 breit machen, aber ich weiß nicht, wie das... Ansonsten kommt man da mit dem Kopf gegen, oder? Müssen wir mal eben gucken. Wo habe ich denn Stufen? Da mache ich einfache Cobblestone Steps hin. Also die Möglichkeit wäre, ich will, dass das nach dahin runter geht. Ich einfach direkt so mache. So, dann bin ich auf dieser Ebene und knall mir den Kopf. Ne? Wäre dann so. Ja, toll. Oder auch nicht. Ja, siehst du, und da würde ich schon mal nicht mehr runterkommen. Okay, das ist ja Blödsinn schon mal. Muss ich vielleicht einen breit machen? Nee, nicht ganz. So, einen breit. Naja. Muss dann halt auch gehen. Ne, so, da, 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 da. Da, 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 da. So, eine zweite Lampe hier neu hin. Und dann würde ich aber doch sagen, wie mache ich das denn? Ich würde sagen, hier direkt ist ja nicht die Kühlkammer. Ist ja Blödsinn auch, weil sonst wäre hier ein Loch im Boden und dann würde ja die Kälte geht eigentlich nach unten. Also demnach könnte es hier unten drin kühl bleiben. Aber wir brauchen ein abgeschlossenes Kühlhaus. Ein abschließbares Kühlhaus vor allem. Demnach, vielleicht ist das genau passend. Pass auf, warte. Nein. So. So. Und dann sagen wir jetzt einfach, das ist jetzt ein bisschen Verschwendung zwar, aber ja, so richtig so eine richtige schöne Kühlwand. So. Die Wände auch weiß. Ja, der war wahrscheinlich zu viel. Sparen wir mal ein bisschen am Quarz. Moment. So, 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 so. Das muss da weiß bleiben. Habe ich noch welchen? Ja.